Hallo liebe User von motorsportmagazin.com, herzlich willkommen hier in unserer Grazer Redaktion und herzlich willkommen zurück Michael aus Misano, benvenuti a casa. Danke, danke. Wir haben ein ereignisreiches Rennwochenende hinter uns und ich würde sagen, wir beginnen dieses Mal nicht mit der königsklassischen MotoGP, sondern mit der Moto2, denn da gab es einen ganz besonderen Vorfall. Du durftest es hautnah miterleben, bitte. Für die User, die es nicht gesehen haben, erklär doch mal, was wir da gesehen, erlebt haben. Also ich glaube, die Tragweite dieses Ereignisses geht weit über die MotoGP-Fans hinaus. Wenn mir mein Bruder, der in seinem ganzen Leben noch kein einziges Motorradrennen live gesehen hat, abends schreibt, hey, was war denn da los? Und mir den Artikel schickt, dann weißt du, dass irgendwas im Argen ist. Romano Fenati hat am Sonntag in Misano seine Karriere mutwillig weggeschmissen, kann man jetzt, glaube ich, sagen. Was hat er gemacht? Er hat sich ein Duell mit Stefano Mansi geliefert im Mittelfeld. Zwei Italiener, Fenati als Heißsporn bekannt, hat schon den einen oder anderen Ausraster sich mal in der Vergangenheit geliefert, ist unter anderem in Spielberg vor eineinhalb Jahren, zwei Jahre schon fast jetzt, aus der VR46 Academy geflogen und hat am Sonntag im Moto2-Rennen sich, wollte dann wahrscheinlich ein Revanche-Foul machen, weil er sich gefoult gefühlt hat. Die beiden sind auf der Geraden nebeneinander gefahren und Fenati hat dann schon zuerst so rüber geschaut und dann tatsächlich rübergegriffen und den Bremshebel, die Vorderradbremse von Mansi, ganz kurz angetippt bei Tempo 200 bis 230 so rum. Mansi hat nur ganz knapp einen Sturz verhindern können. Fenati sofort die schwarze Flagge bekommen und der Aufschrei im Paddock war riesig, denn das ist eine Aktion, die darf es nie und nimmer geben. Also das entbehrt nicht nur jeglichem Sportsgeist, sondern das ist höchst gefährlich und das geht gar nicht. Also ich finde, Alex Hofmann hat in der Live-Übertragung bei Servus TV gleich ziemlich gute Worte gefunden, hat gemeint, das ist einfach nur asozial. Und so ist es. Also hartes Fahren wollen wir alle sehen und es kann mal zu Kollisionen kommen, es kann mal zu Berührungen kommen, das ist alles Rennsport. Aber das ist eine mutwillige Gefährdung eines anderen Fahrers, eine extrem gefährliche Situation. Mansi hätte vor das Motorrad von Fenati stürzen können, hätte ihn mit 200 km/h überfahren. Also unfassbar dämliche Aktion, sogar für Romano Fenati-Verhältnisse, wo wir schon einiges gewohnt sind. Du hast angesprochen, wegen schlechtem Verhalten einfach aus der VR46 Academy geflogen, aus dem Team geflogen. Dann erinnere ich mich an Fußtritte gegen andere Fahrer, an Motorradabstellen anderer Fahrer beim Probestart. Also in einem Warm-up, also nicht wegen irgendeiner Aktion im Rennen. Das war damals ein Warm-up, wo er so an die Decke gegangen ist. Also man muss ganz ehrlich sagen, ohne dass ich jetzt Psychologie studiert hätte oder so, aber da muss ein psychisches Problem vorliegen, der kann mit seinen Aggressionen nicht umgehen. Und dem darfst du kein WM-Motorrad geben. Ja. Das ist, glaube ich, eindeutig. Das Thema wird sich vermutlich erledigt haben. Also heute am Montag haben sich da ein bisschen die Ereignisse überschlagen im Fall Romano Fenati. Ja, überschlagen. Also es war absehbar. Aber es ist einiges passiert. Die erste Nachricht war in der Früh, Giovanni Castiglioni, der MV Agusta Geschäftsführer, hat ein Statement abgegeben, Romano Fenati wäre ja eigentlich für 2019 zu Forward Racing gewechselt, wo man nächstes Jahr auf MV Agusta unterwegs ist. Und Castiglioni hat gesagt, mit mir fährt dieser Mann sicher kein Motorrad von MV Agusta. Der vertritt nicht die Werte, die wir mit unserem Unternehmen repräsentieren wollen. Ein paar Stunden später ist die offizielle Bekanntgabe gekommen, der Vertrag für 2019 ist nichtig. Romano Fenati wird nicht zu Forward Racing fahren. Kurz zuvor kam die Bekanntgabe seines aktuellen Teams, Marinelli Snipers. Romano Fenati wird auch für sie kein Rennen mehr fahren diese Saison. Gesperrt wurde dafür zwei Rennen, aber er wird kein Rennen mehr fahren. Der Vertrag ist ebenfalls gekündigt. Ich finde das alles, was heute, während ich jetzt im Auto gesessen bin, das hast du mir vorhin jetzt gerade noch alles erzählt, finde ich sehr gut, weil ich habe gestern am Abend schon Schlimmes befürchtet. Denn zunächst, wie du gesagt hast, ist die Sperre nur für zwei mickrige Rennen ausgefallen. Dann hat sein Team auf Facebook ein Statement abgegeben,
wo sie gesagt haben, ja, wir akzeptieren die Strafe. Naja, muss ich jetzt auf Österreich sagen. Also dieses Statement, da zeige ich auch den Vogel dafür. Und dann haben sie gesagt, ja, der Fahrer wird dann in Demut oder wiederkehren. So ein irgendwie. Statement, das mittlerweile übrigens gelöscht wurde. Ah, okay, gut. Ja, ich habe noch den Screenshot, wer es sehen möchte. Und dann kam auch noch diese Presseaussendung von Forward Racing. Also Manzi fährt für Forward Racing. Das heißt, das war in dem Fall der Unfallgegner. Aber für Forward Racing fährt nächstes Jahr erst in Silverstone unter Vertrag genommen Romano Fenati. Wäre gefahren. Wäre gefahren. Und dann war dort tatsächlich, also wenn sowas mit deinem Team passiert, dann muss erstens der Fahrer das anprangern und dann auch der Teamchef und das Team das in der Presseaussendung anprangern. Aber dadurch, dass die jetzt für 2019 zu dem Zeitpunkt noch verstrickt waren, kam ein völlig weichgewaschenes Statement von Manzi. Ja, es ist schade, dass ein Rennen nach mehreren Zwischenfällen so zu Ende geht. Und auch im Statement von Kusari war überhaupt nicht die Rede von diesem Zwischenfall. Und da habe ich schon Schlimmes befürchtet, denn da habe ich gedacht, okay, in Motegi sitzt der Fenati wieder auf dem Motorrad und 2019 sitzt er dann auf der MV Agusta. Und das wäre der Super-GAU gewesen, denn das wäre, wir sind in der Weltmeisterschaft, die besten Piloten der Erde, Vorbilder für alle. Und dann passiert hier das schlimmste Foul, das man im Motorradsport machen kann. Und das hätte dann vielleicht nur diese geringen Konsequenzen gehabt. Also zumindest hat hier, wenn auch die Stewards meiner Meinung nach versagt haben, weil zwei Rennensperre ist lächerlich, hat zumindest diese Selbstreinigungswirkung der Community jetzt gepasst. Und ich denke, Romano Fenati wird man nie wieder in der Weltmeisterschaft sehen. Genau, es ist, wie du sagst, glaube ich, es ist ein bisschen auch die Entscheidungen von Marinelli und von Forward Racing sind, glaube ich, schon ein bisschen unter dem Druck der Öffentlichkeit quasi entstanden jetzt, weil man musste gestern einen Blick in die, oder heute auch, in diverse Social-Media-Kanäle werfen, egal ob es Facebook, Twitter, Instagram oder was auch immer ist. Es war einfach ein Sturm der Entrüstung gegenüber Romano Fenati, zu Recht. Ich habe noch nie so oft in den Kommentaren lebenslange Sperre gelesen wie in den letzten 24 Stunden. Und ich denke auch das Statement von Herrn Castiglioni vom MV Agusta Geschäftsführer, das hat auch eine wesentliche Rolle gespielt, weil ich denke, dass man sich bei Forward sehr im Klaren ist. Also Giovanni Cusari ist ein gewiefter Geschäftsmann, sagen wir es so, der weiß sehr genau, dass die Marke MV Agusta für ihn deutlich mehr wert ist als ein, sagen wir mal, mittelmäßiger Motor-2-Fahrer wie Romano Fenati. Dass er dann sagt, okay, dann lieber Fenati weg und MV Agusta her, ist eine absolut logische Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Ich möchte noch kurz auf die Stewards zu sprechen kommen, denn diese zwei Rennensperre stehen ja in völligem Kontrast zu dem, was man nach Argentinien, nachdem es diesen Marquez Rossi Zwischenfall gegeben hat, da hat man ja gesagt, man wird künftig härter bestrafen. Und dann schaut ein härter Bestrafen für, ich greife dir in die Bremse, sind dann zwei Rennensperre. Das ist lächerlich. Ist genau meine Meinung, weil wenn man es, zum Beispiel wenn man es auf Fußball runterbricht, das ist eine Tätigkeit. Das ist eine Kollision ist ein normaler Rennunfall, das passiert, das ist Teil des Rennsports. Genau so ist das es. Ist eine Tätigkeit eben einfach, da will man bewusst den Gegner schädigen, das hat nichts mit Rennfahren zu tun. Ja. Und da wäre für mich zum Beispiel eben Sperre bis Saisonende absolut angemessen. Also ich habe im ersten Statement auch gesagt, einmal Sperre bis Saisonende und dann reden wir mal weiter über weitere Konsequenzen. Vor allem, wie will man, wenn man so eine Aktion jetzt mit nur zwei Rennen Sperre, auch wenn man vielleicht darauf vertraut hat, dass sich dieses Problem von selber löst, weil Fenati gekündigt wird und so weiter, die Stewards müssen da ein Zeichen setzen. Und wie will man jetzt argumentieren, wenn ein Zarco oder ein Iannone oder ein Marquez wieder ein hartes Manöver, aber ein Rennmanöver setzen, bei dem vielleicht irgendwer zu Sturz kommt, wie will man dann argumentieren, dass man den jetzt ein Rennen sperrt, wenn sowas nur zwei Rennen sind? Das ist für mich das Absurde dieses Rennsonntags. Absolut, also die Verhältnisse passen eben einfach nicht zusammen, wie du sagst. Also das war für mich die größte Unsportlichkeit, die ich gesehen habe, seit ich Motorradrennen verfolge. Das sind jetzt 20 Jahre knapp, also das bedeutet schon ein bisschen was. Also für mich auch, wie du sagst, wahrscheinlich nur das Gute, dass sich das Thema von selbst erledigt hat, weil Romano Fenati, davon gehe ich mal aus und ich sage es offen, ich hoffe es auch,
nie mehr einen Platz in der Motorrad-WM kriegt, weil er hat dann einfach nichts verloren, wenn man in einem geistigen Zustand ist, dass man in regelmäßigen Intervallen solche Aktionen liefert, dann ist man einfach geistig nicht so weit, dass man in einer Motorrad-Weltmeisterschaft ein Motorrad bewegen kann. Das hat Boles Bargaro gestern auch in seiner Presserunde deutlich so gesagt. Wer so etwas macht, ist kein professioneller Rennfahrer. Und wer kein professioneller Rennfahrer ist, gehört hier nicht in diese Weltmeisterschaft. Da muss ich auch im Nachgang noch Kritik an einigen der MotoGP-Stars üben, denn alle haben dieses Finale-Manöver gesehen, viele wurden dazu befragt. Also ich war in die Pressekonferenz von Marquez, Dovizioso und Crutchlow habe ich gesehen. Ich war bei Yamaha, dort wurden Vinales und Rossi dazu befragt. Ich war bei KTM, dort wurde Paul Espargaro dazu befragt. Und von diesen Fahrern hatten einzig und allein Crutchlow, der hat ganz klar gesagt, er sollte nie wieder auf einem Motorradrennen fahren oder auf dem Motorrad sitzen. Ich weiß, ja, das Zitat ist nicht mehr ganz genau. Und Espargaro über dieses bisschen freundlicher, aber doch sehr deutliche Zitat, haben da gesagt, okay, Fenati muss weg. Und alle anderen haben herumgeeiert. Ja. Die Race Direction wird schon die richtige Entscheidung treffen. Ja, die Aktion war schlecht. Zum Glück ist keiner zu Schaden gekommen. Und Rossi wurde tatsächlich dann auf die Strafe angesprochen. Oh, about the penalty, I don't know. So, ja. I don't care, I don't know. Ist mir eigentlich egal. Und das finde ich ein bisschen armselig, muss ich sagen, denn gerade die Aushängeschilder sollten sowas noch viel, viel deutlicher anprangern als jetzt die, ich sag mal, Kettenhunde wie ein Crutchlow oder ein Redding, der dann auf Instagram auch sehr gegen diese Strafe gewettert hat. Und da haben die großen Herren ein bisschen in ihrer moralischen Instanz versagt, finde ich. Mich hat es auch verwundert, ja. Also ich habe das erste Statement, das ich gehört habe, war eben das von Andrea Dovizioso in der Pressekonferenz. Er hat als Sieger des Rennens als erst auf diese Frage geantwortet und ja, wie du sagst, hat er gemeint, ja, man muss sehen, was zuvor war. Sollte man vielleicht noch kurz sagen, es gab zuvor anscheinend doch auch harte Manöver von Stefano Mansi, aber alles in einem normalen Rennbetrieb. Mansi hat dafür auch eine Rückversetzung von 6 Startplätzen für Aragon bekommen. Also es war schon was, aber... die Reaktion dennoch nicht gerechtfertigt natürlich. Und von dem her hat es mich auch ein bisschen verwundert, dass da einige das so... Ja, ich möchte fast sagen, ein bisschen als eine Party abgetan haben, weil es das für mich absolut nicht war. Ich glaube, Cale Crutch hat es auch so gesagt, es ist schlecht fürs Image des Motorradsports, wenn so etwas passiert. Man braucht nur schauen heute, in welchen Mainstream-Medien der Motorradsport jetzt vorkommt, wo er es normalerweise nicht tut. RTL zum Beispiel. Oder in England in der Sun. Und da sieht man jetzt eben, normalerweise nie Motorradsport und jetzt sieht man einmal eine Aktion. Simoncelli war seinerzeit. Das vielleicht. Also quasi nur Negativschlagzeilen. Ja. Liefert kein gutes Image des Sports und das ist einfach schade. Und Romano Fenati hat da nicht nur sich selbst, seinem Team großen Bärendienst erwiesen, sondern auch dem Motorradsport insgesamt, denke ich. Ja. Und da möchte ich auch noch auf eine Sache eingehen, die ich in ein paar Kommentaren gelesen habe, unter unseren Facebook-Postings und so weiter. Ja, sollen sich nicht so anstellen, ist doch früher auch passiert. Ich glaube, bei Servus TV hat auch Gustl Auhänger kurz einmal irgendwas erwähnt. Wer das sagt, also weiß nicht, auf welchem Planeten die Leute leben. Ja, klar ist sowas früher auch passiert, aber früher sind sie auch auf der Isle of Man gefahren und früher haben wir an jedem zweiten Rennwochen, also wir nicht, weil wir noch nicht dabei waren, aber früher wurde an jedem zweiten Rennwochenende irgendeiner beerdigt. Ja. Sorry, auf das können wir verzichten, das entspricht nicht mehr den Standards des Jahres 2018 und so eine Aktion geht gar nicht und das darf man auch nicht irgendwie schönreden. Ich meine, ja, es ist nichts passiert im Endeffekt, zum aber Glück, ja. wenn da tatsächlich, man hat gesehen, Mansi hat das gerade noch korrigieren können, wenn Fenati vielleicht noch ein bisschen fester zudrückt oder Mansi ein bisschen mehr noch überrascht wird, geht er dort an eine Stelle nieder, die nicht für Stürze gemacht ist. Ja. In der Mitte einer Geraden gibt es wenige Stürze, das sind kleine Mauern, das sind keine Airfences. Man hat im Moto3-Rennen gesehen, wie sowas enden kann, wenn einer im Bulk niedergeht. Und dann auf einer Strecke, wo wir erst 2010 Scheuer Tomisawa genau durch sowas verloren haben, der niedergegangen ist und dann überrollt wurde von einem Hintermann. Absolut. Es ist zum Glück nichts passiert, es bleibt trotzdem eine unfassbare Unsportlichkeit. Daumen runter dafür. Daumen runter und lieber Romano Fenati, wir sehen uns im Paddock hoffentlich nie wieder. Ciao. So.
Kommen wir zum Sportlichen. Moto 2 gab es ja auch was Schönes. Genau, Moto 2 gab es was Wunderschönes aus deutschsprachiger Sicht, aus deutscher Sicht. Marcel Schröter, endlich der erste Podestplatz. Die ganze Saison reden wir schon drüber. Nächstes Rennen wird es passieren, nächstes Rennen wird es passieren. Jetzt ist es endlich passiert, er hat es geschafft. Platz 3 in Misano, herzliche Gratulation. Super Rennen. Ich glaube, man kann sagen, er hat jetzt endlich mal das umsetzen können, was er die ganze Saison in Ansätzen gezeigt hat immer, aber nie ganz geschafft hat. Eben, er ist ein taktisch gutes Rennen gefahren, hat sich super eingeteilt und verdientes Podium. Hochverdientes Podium, muss man sagen. Ja, absolut. Also er hat immer ein bisschen gegen Ende dann ein bisschen geschwächelt, aber diesmal hat er das super durchgezogen. Er hat ja sogar es noch geschafft, dass er in der, was die letzte oder die vorletzte Runde? Kurve 14 von 16 war es, ja genau. Hat dann noch sogar noch Oliveira ziemlich aggressiv und mutig attackiert um den zweiten Platz. Ja. Das zeigt, Super Racer Instinct, sich das Rennen super eingeteilt. Er lag zwischenzeitlich schon wieder nur auf 4, als Bassini und Bagnaia vorne weg waren und Oliveira ihn gerade holte. Da habe ich schon gedacht, okay, bitte nicht, schon wieder ein Vierter. Aber dann ist Bassini hinten raus noch ein bisschen eingegangen. Es war ein super Erfolg, den man dem lieben Marcel aber gar nicht so angesehen hat, muss ich sagen. Denn ich hätte mich da mehr gefreut, wenn ich da nach 7 Jahren, 8 Jahren 152 WM-Rennen, glaube ich, dann endlich mein erstes Podest schaffe. Er hat das eigentlich ziemlich cool hingenommen, hat dann noch 10 Minuten nach der Pressekonferenz die Fragen über sich ergehen lassen. Und ich hatte so das Gefühl, dass irgendwie sich die Journalisten fast mehr gefreut haben als er selbst. Aber er ist ja jetzt nicht unbedingt für große Emotionsausbrüche bekannt. Aber ein harter Arbeiter. Und ich glaube, das könnte jetzt schon eine Initialzündung gewesen sein. Er weiß jetzt, er kann es. Ja. Hat das Selbstvertrauen, bringt auch diese nötige Konstanz mit. Hat auch gesagt, ja, mit der Kalex kommen wir jetzt super zurecht. Und ja, vielleicht sehen wir noch den einen oder anderen Podestplatz zum Saisonende. Man muss ja sagen, Marcel Schröter ist jetzt in der WM in einer ausgezeichneten Position. Mhm. Also Bagnaia und Oliveira sind vorne weg, aber bis zu Platz 3 sind es, glaube ich, für Marcel Schröter 12 Punkte oder sowas. Mhm. Und wir haben jetzt noch einige Rennen offen. Also Platz 3 ist ein durchaus realistisches Ergebnis in der Gesamtwertung. Das war natürlich ein Wahnsinn. Er wäre dann vor Fahrern wie einem Juan Mir, der in die MotoGP aufsteigt, vor einem Fabio Quartararo, der in die MotoGP aufsteigt, ist er jetzt schon. Also das wäre schon mal ein ordentliches Statement von ihm. Mhm. Auf das kann man dann sicher aufbauen auf seine Saison. Ja. Das Rennen selbst in der Moto2, Nach Demonstration von Beckham Bagnaia. Bagnaia, Solo-Show, aber man muss sagen, er ist, wenn auch nicht mit dem Moto2-Motorrad, dort in Misano im Zuge der VR 46 Academy, R6 oder was sie da, glaube ich, fahren. R1, irgendwas. Ist da wahrscheinlich schon tausende Runden gefahren und das hat man gestern gesehen, sehr stark. Und man sieht jetzt auch klar, dass Oliveira und Bagnaia die zwei sind, die jetzt bis Saisonende das dominieren werden und die sich auch den Titel ausschnapsen werden untereinander. Finde ich super. Wird sicher spannend. Dann kommen wir jetzt vielleicht noch zur Moto 3 und dann machen wir die Königsklasse zum Abschluss. Moto 3, Marco Bezzecchi beim Heimrennen, lange geführter WM-Leader und dann, ich glaube, vorletzte Runde war es, selbstverschuldeter Sturz, ganz bitter, Jorge Martin hat den zweiten Platz abgestaubt, wieder die WM-Führung übernommen. Marco Bezzecchi habe ich ein bisschen das Gefühl, er ist sehr schnell, aber man merkt eben, dass er zwei Saisons weniger Erfahrung hat als Jorge Martin. Er macht einfach im Titelkampf jetzt gegen Martin zu viele Fehler, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, er ist der Nervösere von beiden. Ja. Glaube ich, auch wenn Martin im Gegenzug der Unglücklichere ist, der sich einfach wirklich oft verletzt und Pech hat. Wieder hat die WM-Führung jetzt gewechselt. Ich glaube, 12 Punkte Unterschied waren es. Ja. Bezzecchi Vorsprung jetzt 8. Martin vorne, also das ist auch wie in der Moto2 ein spitzenmäßiger Kampf. Und klassische Moto3, weißt du, Newcomer, die zum ersten Mal in einem Titelkampf stehen, menschliche Schwächen zeigen, das macht die Moto 3 auch so sympathisch, absolut. Weil dort noch keine Roboter fahren, die irgendwas ohne Probleme abspulen können. Die Moto 3 Rennverläufe sind natürlich auch immer so aufgrund dieser Klasseneigenschaften mit Windschatten und so, dass lange das meistens spannend bleibt. Es ist schon ein bisschen schwierig für Bezzecchi, glaube ich, weil er das weniger gewohnt ist als Jorge Martin. Druck des Heimrennens natürlich auch noch in Misano.
Dieser Druck hat aber einen Mann nicht gestört. Lorenzo Dalla Porta, erster Grand Prix-Sieg vor heimischem Publikum. Kann man auch so lassen. Der wirkte relativ überwältigt. Ich habe da einen leichten Kloß im Hals gehört im Magnum-Interview. Gratulation in diese Richtung. Neuer Grand Prix-Sieger für uns. Ja, es kam sicher völlig unerwartet, weil Dalla Porta jetzt, okay, vielleicht zum erweiterten Protestkreis kann man ihn schon zählen, aber keinesfalls zu dem engeren Sieganwärterkreis. Und ja, kam out of the blue, aber vielleicht baut sich da jetzt schon einer fürs nächste Jahr irgendwie auf, weil wir haben ja auch wieder viele Leute, die Moto3 verlassen. Ja. Martin und Bezzecchi haben schon ihren Vertrag unterschrieben, Philipp Oettl unter anderem wird aufsteigen. Nea Bastianini, glaube ich, ist so gut wie sicher, dass er aufsteigt. Ja, da muss man jetzt schon Ausschau halten nach der nächsten Generation. Dann quasi. Philipp Oettl habe ich kurz angesprochen, konnte leider nicht starten, hatte im Qualifying einen, was heißt er da? Einmal zum TV bin ich gesehen, aber ich glaube, der Erschütterung zu nach war es ein Heißer. Gehirnerschütterung. Konnte zwar zunächst das havarierte Bike noch zurückführen an die Box, ist dann aber nicht mehr gestartet. Im Medical Center ist eine Gehirnerschütterung festgestellt worden. Das ist immer, sobald das festgestellt wird, am Rennwochenende vorüber zu gefährlich. Philipp, wir drücken die Daumen. Toi, 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 dass du in Aragon wieder auf dem Sattel wieder platzen kannst. Genau. Dann kommen wir zur Königsklasse, würde ich sagen. Machtdemonstration von Pekka Bagnaia in der Moto2 haben wir gesagt. Und Ähnliches muss man sagen von Andrea Dovizioso im MotoGP-Rennen. Ein Sieg im Lorenzo-Stil, würde ich fast sagen. Er hat Jorge Lorenzo einen Lorenzo angetan, kann man sagen. Ja. Ich glaube, die ersten 5 Runden hat Jorge Lorenzo geführt. Dann hat Andrea Dovizioso die Führung übernommen. Nie mehr zurückgeblickt. Fehlerfreies Rennen gefahren, was Jorge Lorenzo später selbst auch so anerkennen musste. Er hat gesagt, ich muss es so sagen, weil das Verhältnis zwischen den beiden ist ein bisschen angespannt. Ich muss es so sagen, Dovi ist ein perfektes Rennen gefahren, hat das super gemanagt. Absolut makellos, da kann man nichts sagen. Für Jorge Lorenzo ging es ein bisschen anders aus. Ja, auch lange gut dabei, mit dem Sieg zuerst schon spekuliert, dann sich in einem tollen Duell gegen Marquez zu wehren versucht, aber irgendwann mal zu viel über die Front gepusht und weggerutscht. Vorletzte Runde. Ich habe dann gar nicht mitbekommen in der Hektik, da, die wir dann mit Zieleinlauf immer haben, mit allen möglichen Push-Nachrichten verschicken und Rennberichten schreiben, dass er überhaupt dann nochmal aufgestiegen ist. Oder 17 hat er noch geholt. Ich habe geglaubt, okay, passt, das ist jetzt weg. Ja, du hast das Rennen analysiert, hast die Rennanalyse geschrieben. Was war? Ja, es war ganz interessant, was Jorge Lorenzo, du warst ja bei seiner Medienrunde, ich habe es mir angehört, was Jorge Lorenzo gemeint hat. Er meinte, ja, das größte Problem für ihn war eigentlich, zum einen, er konnte nicht die Reifenwahl fahren, die er wollte. Er fährt immer gerne, oder wäre gerne Soft-Soft gefahren, das hat er im Test gemacht. Hat an diesem Rennwochenende nicht funktioniert, er musste auf Medium-Medium, da hat er sich nicht so wohl gefühlt. Aber er war dennoch der Meinung, er hätte das Rennen gewinnen können, hätte er nicht auf Platz 2 einen Fehler gemacht, bei dem Marc Marquez durchschlüpfen konnte. Und Marc Marquez hat in der Folge dann ein bisschen blockiert. Man hat es relativ deutlich gesehen eigentlich. Marc Marquez hatte nicht die Pace der Ducatis. Er war langsamer, aber er war sehr stark auf der Bremse, wodurch es Lorenzo nicht möglich war, ihn zu überholen. Innerhalb von ein paar Runden ist dann der Abstand von ein bisschen über einer Sekunde auf 2,5 Sekunden angewachsen, weil Marquez Lorenzo eben so gebremst hat. Nennt sich Kampflinie. Also Lorenzo hat es auch nicht übel genommen, aber hat es eben so festgestellt und Lorenzo konnte dann mit einem sehr mutigen Manöver in der schnellsten Kurve der Strecke vorbeigehen, hat dann auch nochmal aufgeholt auf Dovizioso in der Endphase, war aber schon zu spät. Ich habe es mir angesehen, es war tatsächlich so, das waren wahrscheinlich die entscheidenden Sekunden oder Zehntel, die er gegen Marquez verloren hat. Es war dieser eine Fehler zu viel, wo Marquez durchschlüpfen konnte, sonst hätten vielleicht ein Ducati-Duell den Sieg gesehen, aber Fehler gemacht, selber schuld, so 0 Punkte. Marquez hat den 2. Platz dankend angenommen, WM-Führung wieder ausgebaut zum, ich glaube, 5. Rennen in Folge jetzt. Der ist auf massivem Titelkurs. Ja, wie viele Punkte sind es jetzt? 71, sowas rum. Ja. Glaube ich. Sind schon fast 3 Siege, also langsam können wir dann Wetten drauf abschließen, wo er Weltmeister wird. Vor allem, was am Anfang der Saison noch nicht der Fall war, dass viele unterschiedliche sich da Punkte wegnehmen. Jetzt hast du es tatsächlich so, dass eigentlich Lorenzo, Dovizioso und Marquez in fast jedem Rennen jetzt die 3 sind, die man schlagen muss. Also die haben sich jetzt herauskristallisiert. Das heißt, da wird auch
nicht mehr viel sein. Ich sehe eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass Marquez aus eigener Kraft da irgendwie mal nicht aufs Podest kommen sollte. Da muss schon, vor allem jetzt muss er nicht ein Ausfall her, jetzt müssen zwei Ausfälle her und selbst dann hat er noch ein Rennen Schonfrist, bis er es verliert. Die WM ist, glaube ich, gelaufen, auch weil Yamaha da fast schon ein bisschen resigniert jetzt mittlerweile. Muss man so sagen. Also es war Business as usual, sie sind wieder hergekommen, ja, guter Test, Trainingszeiten gut und Rennen wieder grottenschlecht, ja. Muss man im Endeffekt so sagen, weil sogar hinter Suzuki, weil Rins war Vierter, Yamaha nur vierte Kraft. Was ich erschreckend fand, auch die Aussage von Valentino Rossi dann nach dem Rennen, als er gemeint hat, ja, er hätte eigentlich erwartet, dass sie hier ganz stark unterwegs sind. Misano ist eigentlich eine gute Strecke für Yamaha. Hätte erwartet, dass sie hier gut unterwegs sind, waren sie nicht. Und jetzt kommt Aragon, eine schlechte Strecke für Yamaha. Das könnte ein, Zitat, langes Wochenende werden. Ich fürchte, das ist eine richtige Einschätzung. Also Yamaha, egal was sie testen und egal was sie behaupten, welche Fortschritte sie gemacht haben, im Endeffekt geht es jetzt seit ewigen Zeiten auf diesem Niveau dahin. 22 Rennen sieglos, eigenen Negativrekord eingestellt. Also das ist einfach... All-Time. All-Time. Seit dem Einstieg 73, ja. Oder? Also einfach eine richtig tiefe Krise, in der man da steckt. Bin gespannt, wann man sich da wieder rausmanövrieren kann. Ich sage in diesem Jahr nicht mehr. Nein. Vielleicht für 2019. Ja. Ja, ein neuer Motor muss es im Endeffekt richten. Also es ging ja... Gehen ja auch die Journalistenfragen jetzt schon in die Richtung, hey, wie wollt ihr nicht auch Motorenkonzept umstellen und so? Bin ja alles ein bisschen ausgewichen und gesagt, ich bin kein Ingenieur, ich kann dir nur sagen, ob sich das Bike besser anfühlt oder nicht. Ich weiß nicht, was wir machen müssen, damit der Motor vielleicht irgendwie anders läuft. Aber du siehst, das ist halt das Problem, wenn du unter Engine Freeze stehst. Das gleiche Problem hatte Suzuki letztes Jahr. Also da hat auch der Motor einfach nicht gepasst. Der Motor muss sitzen, ja. Durfte aber ab Saisonstart nicht verändert werden. Und Suzuki hatte dann aber das Glück, dass sie so schlecht waren von den Ergebnissen her, dass sie diesen Engine Freeze für 2018 jetzt nicht haben. Aber Yamaha hat diese Concession Points ja schon Anfang der Saison gesammelt. Das heißt, Yamaha unterliegt auch 2019 dem Engine Freeze. Das heißt, man muss bis Katar wissen, ob der Motor so passt oder nicht. Und jetzt kommt noch erschwerend dazu, dass es nächstes Jahr nur zwei statt drei Wintertestfahrten gibt. Also dafür gibt es jetzt dann noch eine Testfahrt Ende November in Jerez. Ja, aber dann muss jetzt schleunigst der Motor unter Dach und Fach gebracht werden für 2019, dass man in Valencia und Jerez und dann in Sepang und Katar den ausgiebig testen kann, weil sonst wird es auch 2019 vielleicht. Zumindest hat man jetzt einen guten Testfahrer mit Jonas Folger, das wurde in dem Wochenende bekannt. Jonas Folger, Yamaha-Testfahrer, freut uns sehr, dass man zumindest wieder im MotoGP Paddock zurückhaben, wenn auch schon nicht als Rennfahrer. Ja. Und ja, ich würde sagen, das war's dann mit unserer Analyse aus Misano. In zwei Wochen geht's weiter in Aragon. Dann mit dir. Mit mir. An der Strecke. In Spanien, in der Steppe. Bis dahin, motorsportmagazin.com, unsere Website, unsere App für iOS und Android, wo ihr alle News, alle Bilder, alle Videos, Ergebnisse und was es sonst noch von uns gibt, lesen und ansehen könnt. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und wir melden uns aus Aragon wieder. Ciao. Ciao. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.